Einen wunderschönen guten Tag euch. Ich habe heute wieder einen lieben Henry bei mir. Vielen Dank, dass du mit dabei bist. Und ja, wir haben uns heute ein schönes Thema rausgesucht. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Buch hier von Walter Schaube. Und zwar wollten wir heute einfach mal ein bisschen drüber erzählen. Wer das Buch nicht kennt, in dem Buch geht es eben auch viel um die Ernährungsumstellung, wie man da Schritt für Schritt den Körper reinigen, entgiften kann. Es ist super einfach, schön und klar aufgebaut. Es ist auch ja, alphabetisch strukturiert, immer nur ganz kleine Absätze praktisch. Es ist auch sehr schön als Nachschlagewerk. Also man kann dann schön nachschauen, okay, das Thema Ausleitung, was kann ich machen? Dann schlägt man bei A nach, hat es direkt zur Hand. Und das ist wirklich so ein Buch, wo ich immer wieder mal schnell nachschlage und was nachschaue, was er da so geschrieben hat und mir sehr viele schöne Impulse gegeben hat. Und da würde ich gleich mal an Henry auch abgeben, was du so aus diesem Buch rausnehmen konntest am meisten mit, wie sehr dich das beeinflusst hat, weil für mich war es zum Beispiel auch so ein wirklich, ja, eins der Bücher, die mich mit am meisten beeinflusst haben und wo ich mir am meisten einfach rausziehen konnte und dann selber halt die eigenen Erfahrungen machen konnte. Also einmal das Buch hier von Eret, wer es noch nicht kennt, die Schriften von Eret auch, könnt ihr auch auf der Webseite bei mir runterladen. Gibt es einige kostenlose Schriften, die meisten von ihm, auch die schleimfreie Heilkost eben, genau. Oder der Buchlink ist, glaube ich, auch in der Infobox. Und genau, Walter Schaube war halt so ein Buch danach, nach Eret, wo ich halt auch unglaublich viel dann rausziehen konnte und da nochmal einen Schritt weiter gehen konnte im Verständnis von dem ganzen Entgiftungs-Reinigungsprozess. Ja, wie ging es dir da, Henry? Ja, auf jeden Fall ähnlich wie dir. Ich habe mich am Anfang, oder wo ich das Buch gelesen habe, habe ich mich dann so im Nachhinein gefragt, okay, wer ist dieser Mensch Walter Schaube? Ja, und dann habe ich mich auch gefragt, okay, gibt es diesen Menschen überhaupt? Dann hat man so ein bisschen Nachforschung angestellt und sowas. Und dann habe ich mich erstmal gefragt, okay, kann das wahr sein? Ja, da habe ich mir schon mal als ersten Punkt beantworten können, dass es schon mal wahr sein kann, weil man ja selber schon mit der Ernährung in den letzten 8 Jahren die Erfahrung gemacht hat, dass das eine Möglichkeit ist, die er da beschreibt und dass man dieses leichte Körpergefühl, was man in bestimmten Ernährungsphasen hat, eben definitiv zutrifft. Das war schon mal die erste Bestätigung für mich. Dann die zweite war, dass Walter Schaube ein sehr, sehr schlauer Mensch ist, definitiv und auch war zu dem Zeitpunkt, wo er das Buch geschrieben hat und dann natürlich auch wusste, okay, er weiß dann auch, okay, so dieses Stadtleben und so weiter, das ist natürlich immer mit bestimmten Risiken verbunden, ja, man wird immer durch irgendwas vergiftet oder auch bestrahlt und so weiter und er hat sich dann gesagt, okay, er geht dann eben nach Frankreich und hat da sein Grundstück irgendwo in der Natur, ja, und kann dann eben dort gesund leben und auch eben seine Beeren, so wie die Beerenkost auch beschrieben wird da in dem Buch, dort auch anbauen. Wenn er es immer noch so macht, weiß man ja nicht, ne? Man hört dann leider nichts von ihm, ich will ihn ja trotzdem gerne mal sehen, aber ich verstehe ihn natürlich auch, da einfach irgendwo in der Natur zu leben, ist natürlich das Nonplusultra. Und da kann man sich einfach viel, viel besser entfalten. Definitiv. Und sein Wissen hat er ja weitergegeben. Genau. Ja. Und wer seinen Werdegang vielleicht nicht so kennt, er war Diplomphysiker, ne, wenn ich mich recht entsinne. Und hat dann auch irgendwann seine Berufstätigkeit so langsam auslaufen lassen, beziehungsweise dass er da irgendwie noch, hat er glaube ich irgendwann mal geschrieben oder in einem Interview erzählt, dass er da noch nebenbei oder örtlich unabhängig erstmal arbeiten konnte. Weiß nicht, wie es jetzt dann beruflich auch ausschaut. Auf jeden Fall dann mit Familie in Frankreich. Berichtet auch in seinem Buch einige Sachen über Kinder, Paradieskinder, die sich dann auch eben, ja, wie es bei Kindern ausschaut. Ja, im Vergleich zu anderen Kindern, wie die Klarheit ist, wie man da auch gleich die Entwicklung sieht bei den Kindern, dass es wahre Muskelpakete sind, schreibt er häufig, gerade wenn die dann eben viel Bewegung sind. Und ja, das ist so ein bisschen sein Werdegang. Ne? Mhm. Ich wollte noch ganz kurz was sagen, so der Punkt, der eigentlich für mich auch noch so sehr, oder der mich halt auch noch beruhigt hat damals auch so, wo ich mir halt auch sagen konnte, okay, das ist definitiv wahr, was er da auch schreibt,
du merkst an der Schreibweise von diesem Buch und an der Leichtigkeit, wie er die Sachen schreibt und beschreibt, merkst du, dass halt da, dass das halt einfach die Wahrheit ist, was er geschrieben hat zum damaligen Zeitpunkt. Ja, und das fand ich halt auch sehr, sehr genial. Also ich finde, er hat so eine sehr geniale, kurze und treffende Schreibweise. Und das fand ich halt schon so genial. Und ich finde auch, das hat so einen auch direkt in diesen Bann gezogen von diesem Buch, ja. Man kann das gar nicht beschreiben. Man muss das selber erleben, würde ich sagen. Und Tobi, du hast das ja in deinem Buch links drin. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen, das definitiv mal zu lesen, ja. Um vor allem halt auch als Tipp noch mitzugeben, diese Ernährung, die er durchführt, dass man definitiv vorher auch so wie es Tobi beschreibt und wie ich auch bei mir auf meinem Kanal beschreibe, eben einfach diesen Reinigungsprozess zu beachten und dass man diese Möglichkeit irgendwann mal in Betracht zieht nach mehreren Jahren der Umstellung, dass es eine Möglichkeit ist, sich so dann auch ab und zu ernähren, ja, mit so ein paar Beeren. Ne? Genau. Ja. Also das ist eben der Punkt. Da darf man nicht reinfallen, wenn man irgendwie das Buch liest. Er geht relativ wenig auf den Reinigungsprozess im Expliziten ein. Er sagt natürlich, dass es halt eine Herausforderung ist. Aber wenn man das so am Anfang als naiver Laie, sag ich mal, liest oder auch wo ich das am Anfang gelesen habe, einfach habe ich, ja, dann hat man so ein bisschen so die Einstellung, dass man denkt, okay, jetzt esse ich von heute auf morgen nur Beeren. Und wenn man das halt macht, dann geht es einfach sowas von nach hinten los. Man muss da schon wissen, wie man den Körper da gezielt reinigt erstmal und es dann schrittweise macht, um da auch schrittweise wirklich hinzukommen. Buch ist ja auch schon einige Jahre alt. Und heutzutage ist es halt nochmal wirklich ist ein längerer Prozess einfach, um da hinzukommen. Und wenn man sich dazu nicht irgendwie Fulltime Zeit nimmt, um dann auch durch die Entgiftungsprozesse in einem richtigen Klima, in einer richtigen Umgebung, nicht irgendwo in der Stadt, sondern in der Natur mit frischer Luft, mit Bewegung, ja, die Zeit dazu nimmt, dann ist es eigentlich gar nicht möglich, da einfach das von heute auf morgen umzustellen. Und selbst wenn man es von heute auf morgen, wird man da halt durch die krassesten Phasen durchgehen von der Entgiftung her. Und auf jeden Fall dann dementsprechend nicht ratsam, sondern da zu schauen auch, wie man sich da halt stufenweise vorarbeiten kann, wie es einem auch möglich ist im Arbeitsalltag. Ja, und dann lieber die Reinigungsphasen aufs Wochenende schiebt und zwischendrin im Urlaub und wenn man Freiheit und sich mehr dazu Zeit dann nimmt. Ja, genau. Und auch zu dem Existieren kann ich auch noch hinzufügen, wurde ich auch öfter mal gefragt. Und ich muss sagen, für mich war das eigentlich gar nicht mehr so eine relevante Frage. Man kann es ja einfach ausprobieren. Man merkt, was passiert. Man merkt, dass diese Sachen stimmen. Man merkt, dass die Zusammenhänge stimmen. Man merkt, dass er die Erfahrung hat und weiß, von was er redet. Und dass es im Endeffekt so funktioniert. Ja, das ist dann immer... Leute brauchen immer irgendein Siegel, ne? Und ignorieren alles, was der Realität entspricht, weil es halt nicht irgendwo steht. Ne? So, wenn jemand sagt, nee, die Sonne scheint heute nicht und du gehst raus und da steht aber die Sonne und strahlt dir mittens ins Gesicht. Und dann sagen die Leute, nee, die Sonne scheint heute nicht. Und also so ist es im Endeffekt. Ja. Bisschen drastischer dargestellt, aber ja, man merkt einfach, wenn man auf die Erfahrung hört und sich nicht da irgendwelche, irgendwelche Konstrukte im Kopf errichtet, dann merkt man genau, was stimmt, was auch die Realität ist und nicht irgend so ein theoretisches Wissen, was häufig halt einfach jeglicher Erfahrung widerspricht, weil es halt einfach nicht mehr aus der Praxis kommt. Viele Bücher heutzutage, seien es jetzt irgendwelche zerkopften Theorien, die halt dann auch von 10 anderen zerkopften Leuten wieder zerdacht wird und dann werden über 10 Bücher, werden 10 neue Bücher geschrieben mit den gleichen Inhalten, aber neu zerdacht, aber keiner war mal auf der Straße, hat seinen Führerschein gemacht, ne, weiß, wie man Auto fährt, sondern irgendwie nur die theoretische Prüfung bestanden. Und da muss man halt immer schauen, was kommt aus der Praxis, was funktioniert wirklich so und dann wirklich die Sachen anschauen, ja, wie sie funktionieren. Ich meine, das ist ja wie so bei kleinen Kindern, ja, wenn die noch so auf dem Boden rumkrabbeln. Ja, das ist immer das beste Beispiel, finde ich.
wirklich kleine Kinder und kleine Babys nochmal zu beobachten. Wie fangen die denn an mit Laufen? Die machen das einfach. Ja? Die versuchen irgendwann anzufangen zu laufen, weil die das erstens bei uns sehen und zweitens versuchen die dann anfangen zu laufen. Die fallen immer wieder um, aber irgendwann können sie laufen. Ja? Sitzen die kleinen Babys vorher irgendwie am Schreibtisch und lesen sich irgendwelche Bücher durch oder hören auf irgendwelche Wissenschaftler, die einem dann erklären, wie man läuft? Nein, die versuchen das einfach und die machen das einfach. Ja? Und dieses Versuchen, diese Versuche, die brauchen es einfach und diese Erfahrungen brauchen es einfach. Und das ist so immens wichtig für wirklich alle Bereiche. Genau. Und das ist extrem wichtig, weil viele machen einfache Dinge heutzutage extrem komplex. Und diese Dinge, die Ernährung ist eigentlich ein Punkt, jedes Tier wird sich kaputt lachen über das, was wir hier machen. Jedes Tier hat die Intuition, die Erfahrung, das Körpergefühl und weiß, was es essen soll oder nicht. Jeder Hund hat rausgefunden, was er essen soll oder nicht. Außer wir verkorksen den Hund dann und geben ihm irgendeinen Mist und irgendwelche E-Nummern oder sonst was, irgendwelche Abfallprodukte, was nichts mit Ernährung zu tun hat. Aber Ernährung ist eigentlich ein extrem simpler Prozess. Und er wird so zerdacht und so zerkopft. Aber es ist wirklich was Simples, Einfaches, wo wirklich jedes Kind im Grunde intuitiv herausfinden würde, wenn man es da nicht so verkorksen würde. Und einfach ein total artfremdes Verhalten aneignen würde. Ja. Das ist der Prozess eigentlich, genau. Also es ist wirklich, ja, eigentlich muss man sich doof vorkommen, irgendwas über Ernährung zu erzählen, weil es eigentlich eine total simple Sache ist. Aber die simplen Sachen, ja, erfordern in unserer Welt heutzutage sehr viel Aufmerksamkeit, um die wieder zu durchschauen, dass man da wieder wirklich auf sein Körpergefühl hören kann. Und ist halt ein längerer Prozess, weil wir schon so viel auch angesammelt haben in den Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, die Generationen, ja, unsere Eltern und so weiter. Nach dem Krieg hat es ja im Grunde erst richtig begonnen mit den ganzen Spritzmitteln und Zusatzstoffen, ja. Jo. Also das ist mal so ein kleiner Einblick in das Buch von Walter Schaube. Wie gesagt, also ich kann es auf jeden Fall total empfehlen. Da mal reinzuschauen, lohnt sich definitiv. Und es ist halt ein Praxisbuch, kein theoretisches Buch, sondern wenn du wirklich erfahren möchtest, wie gewisse Dinge funktionieren, wenn du sie nachvollziehen möchtest, dann ist es das richtige Buch. Ja, so Entertainment-mäßig, Bücher gibt es genug andere, oder wenn du irgendwas zur Unterhaltung halt lesen möchtest. Ja, genau. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, zu Walter Schaube, dann stellt die gerne mal unter dem Video, dann können wir da gerne auch nochmal drüber sprechen, nochmal ein gemeinsames Video machen und eure Fragen damit reinnehmen, wenn da welche aufgetaucht sind. Und ihr könnt gerne unten drunter mal eure Erfahrungen damit teilen, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, erzählen, was ihr davon haltet. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, dann wissen wir, dass das euch gefällt, dieses Thema, und können da auch nochmal näher drauf eingehen. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch heute noch einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Ciao.